Ja, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, den Organisator. Heute sind wir unterwegs in Berlin-Spandau mit den MAN Doppeldecker SD200 von Baujahren. Was ist denn das? 82? Irgendwie sowas. Ich habe mir gedacht, wir fahren einfach heute mal sowas Altes, weil auch mal ein bisschen Abwechslung. Wir fahren hier von Berlin Bahnhof Falkensee. Ja. Ich mache mal kurz den Motor aus. Genau, wir haben Wagen 3442. Ja, das Ganze spielt im Jahr 1989 und das Ganze im Dezember müsste es sein. Genau. Wir sagen, schwingen wir uns nochmal rein hier. Nehmen wir mal die Tür auf. Da können wir auch hier rein. Dann beschildern wir schon mal alles hier. Ich hoffe, das funktioniert, aber... Ja, geht. Genau, die ganze Linie würde zu U-Bahnhof Rathaus Spandau gehen. Also es ist irgendwie hier so eine Ersatzlinie, weil sie gerade neu ist. Wir fahren das jetzt einfach mal um 12.45 Uhr. Genau. Schmeißen wir mal den Ofen an. Oh, 12.45 noch draußen hier und dann geht die wilde Fahrt los. Obwohl wir es eigentlich auch mal schildern könnten, aber wie schildert man das eh? Hm, das wäre die Frage. Oh, das muss da eigentlich hier irgendwo stehen. Oder gab es das da noch nicht? Ah doch, hier. 211. Ah, interessant, okay. Also ist Linie 211. Linie 0211. 01. Auch nicht. Gebe ich das ein? Ach so. 11. Da ist klar. Ja, moin. Oh nein. Eigentlich? Ah! Nee. Lass uns weg hier. Nochmal weg damit, so. Also jetzt nochmal. Es ist die 211. 0, 2, 11, 0. Da müsste eigentlich... so bei rauskommen. Machen wir noch 01. Hä, hey, willst du mich verarschen oder was? Hm, ist klar, D2, Junge. Machen wir was anderes. Dann machen wir jetzt einfach das mit dem Hartz-IV-Menü. Genau, denken jetzt halt eigentlich anders. So, Abfahrt. Da müssen wir mal ein schönes Thumbnail machen. Joa, das ist ein schönes Fahrzeug dafür, dass das ein Standardfahrzeug ist, ne? Was haben wir hier so alles? Das sind so Fahrer als Plätze. Ja. Kassel, Drucker. Ja, schöne feine D-Mark.
Ja, eigentlich ein cooles Lenkrad mit diesem MAN-Logo da drauf. Ja. Genau. So war das halt damals, ne? Schon echt crazy. Ich hoffe, dass es vom Ton her passt, weil es jetzt schon scheppert und klappert. Aber muss sagen, es ist eine ganz schöne Soundorgel, das Ding, ne? Technisch gesehen haben wir hier, glaube ich, ein Void-Getriebe. Dreigang oder Viergang, ich glaube, es ist aber ein Dreigang. Oder Viergang? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja. So, dann hoffe ich auch, dass die Straße frei ist, weil ich weiß gerade echt nicht, welches Datum wir haben. Wenn nicht, dass das gleich noch die Grenze gegen kommt. Das wäre natürlich nicht so gut, ne? Aber ich denke mal, sollte eigentlich passen, aber es war irgendwie noch kein KI-Verkehr da irgendwie. Jo, das ist eine Soundorgel, ey, krass. So was sind wir damals gefahren. Er zieht voll rein, ey. Ja, ein bisschen in der Mitte fahren, der ist ja Schräglage hier. Hier können wir euch auch ein schönes Thumbnail machen. Machen wir so. Lass mal den mal durch hier. Jo, bitte mal einer. Da ist TJ. Was geht hier aus dem Andreas?
glaube, die Mauer ist noch da, weil es kam mir noch gar kein bisschen entgegen. Aber sie kommt hier eigentlich entgegen. Ah, mal schauen. Alter, schaut doch ganz gut aus da hinten. Genau, da kommt der andere entgegen und hier haben wir Hallo. Diesen Grenzposten. Kann man es auch lesen. Kontrollpunkt Falkensee. Ja, schön. So, und zack, sind wir in Spandau. Hier haben wir noch so eine Ersatzhaltestelle. Ja, ich meine, viel sagen brauche ich nicht, es ist ja eine Standardkarte Spandau, aber trotzdem hat die irgendwie was. Also, man kennt die Karte halt. Ja. Und ich muss sagen, Falkensee ist echt ein schöner Abschnitt da. Also was optisch die Straßen so betrifft, das sah eigentlich ganz cool aus. Mit? Nö, gut. Hallo. Hallo. Guten Tag.
Guten Tag. Guten Tag. Hier haben wir übrigens Fernlicht. Oh, recht interessant. Und hier haben wir Lautsprecher. Ja. Und wir haben auch übrigens, das ist übrigens eine der letzten Versionen von diesem Baujahr. Weil wir haben auch schon das, in Anführungszeichen, Meldenkrad drin gehabt und das ganze Dashboard wurde überarbeitet. Zum Beispiel bei der alten Version haben wir hier eigentlich diesen, nee, da haben wir diese Feststellbremse. Die Gangwähler sind irgendwie da drüber mit Riesentasten, glaube ich. Und wir haben noch so ein richtiges altes Lenkrad drin bei der anderen Version. Und bei der alten Version hatten wir auch keinen Fahrschalldrucker drin und da war auch noch ein ganz altes drin, also ein ganz altes Teil, wo die Fahrkarten drin liegen. Irgendwie so war es auch. Ja, genau. Ja, ich sag mal so, ich werde das Video, denke ich mal, als Ostervideo machen, weil wir haben Ostern, auch an euch da draußen, allen frohe Ostern. Habt ein paar schöne Feiertage oder Tage mit euren Liebsten und Familien. Ja, genau. Und ich sag, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr so sehen wollt. Jetzt haben die gedrückt. Jetzt bin ich auch schon vorbei. So. Abfahrt. Boah, ich glaube, was krass wäre, wenn man diese Karte spannend nur einfach mal Remake machen würde. Zum Beispiel, dass man mal ein bisschen auffrischen würde. Das ist ja irgendwas Cooles. Ich weiß nicht, ob sich da schon jemand anderes reingesetzt hat oder so. Aber das wäre mal cool. Die Karte ein bisschen auffrischen, aufpuppeln. Das wäre cool. Dass man sich, keine Ahnung, Spandau 2023 nennt oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Das wäre cool auf jeden Fall. Bist du deppert? Junge, was machst denn du? Nase voll wieder mit der Schuhmacher, ja? Junge, es ist unglaublich, das ist echt. Das Berlin, ey. Nein, Spandau, Entschuldigung. Spandau ist nicht Berlin. Auch nicht mit Rot. Erst wir fahren auch nur diese, sag ich mal, Notrecker, ne? Die DE. Mal sehen, der Fahrplan ist ja ganz schön kurz gehalten. Rutger Gorbatschow, rein, wild und klar. Alles klar. Ah, Mist, wir hätten uns hier rechts rauchen müssen. Ja, da sieht jetzt ja keiner gut.
So, da vorne haben wir U-Bahnhof Spandau, müsste das ist, glaube ich, sein. Ja. Fahren wir einfach mal hier rechts drauf. Ja genau, ah ne, das ist Rathaus Spandau. Ah, stimmt, ja genau, jetzt fahren wir rechts. Und dann sind wir auch schon eigentlich da, weil da kommt die Wundeschleife da hinten. Genau. So, wir haben 10.000 Pfeile, ne? Jetzt würde man sie übersehen. Genau, jetzt fahren wir links rein. So. Das müsste auch das erste Video sein, wo wir mal eine ganze Linie fahren, ne? Weil es ist plötzlich der Fall. Straße. So. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.